Videospiele erfreuen sich enormer Beliebtheit. Jung und alt liebt es zu zocken. Aber trotz eines täglich wachsenden Spielangebots sucht man beinahe vergeblich nach Spielen mit österreichischem Bezug. Geändert wird dies vom Wiener Entwicklerstudio Microbird Games. Dieses veröffentlichte dieser Tage sein Debütspiel. Dungeons of Hinterberg ist ein Action-Rollenspiel gemischt mit Social-Sim-Elementen. Man spielt als Luisa, eine junge Frau, die eigentlich im Alltag entfliehen will und nach Hinterberg reist, ein fiktiver Ort in den österreichischen Alpen, in dem aber vor kurzem 25 magische Dungeons aufgetaucht sind. Jetzt kommen natürlich Abenteurer und Touristen aus der ganzen Welt, um diese Dungeons zu erforschen, gegen mythologische Monster zu kämpfen, Puzzles zu lösen, Loot zu finden. Und Luisa macht sich eben auch auf diese Reise, alle Dungeons abzuschließen. Wenn man wandern war, wenn man einen Dungeon gefunden hat und ihn abgeschlossen hat, kommt man zurück in den Ort Hinterberg, wo es dann diverse Abenteurerinnen und Abenteurer, Touristinnen und Touristen aus aller Welt gibt, mit denen man sich anfreunden kann. Die dann wieder, wenn man sich erfolgreich anfreundet, gewisse Boni quasi geben fürs Weiterspielen in den Dungeons. Also bessere Ausrüstung, gewisse Tipps und Tricks oder Spielsysteme, die freigeschalten werden. Alle Tipps und Tricks aus Hinterberg kennen die beiden mit Sicherheit. Aber würden sie selbst gerne dort wohnen? Ob ich das ganze Jahr dort leben würde, bin ich mir nicht sicher. Aber auf Urlaub hinfahren, die Dungeons probieren, würde ich auf jeden Fall gern. Ob ich in Hinterberg wohnen wollen würde, kann ich nicht beantworten. Ich glaube schon, dass die Massen an Touristen, die jedes Jahr nach Hinterberg kommen, eine gewisse Belastung für die Einheimischen darstellen. Und das ist etwas, das wir im Spiel auch ein bisschen mitthematisieren. So dieses Thema von Übertourismus. Es benötigt aber nicht nur eine gute Story, um ein Computerspiel zu erstellen, sondern auch zahlreiche 3D-Animationen und Programmierungen. Von der ersten Skizze bis zum fertigen Spiel dauerte es im Fall von Dungeons of Hinterberg 4 Jahre. Und in dieser Zeit wurde auch Microsoft auf das Game des mittlerweile 10-köpfigen österreichischen Entwicklerteams aufmerksam. Wir haben ursprünglich zu 2020 begonnen, an dem Spiel zu arbeiten und haben dann nach ungefähr einem Jahr oder so angefangen, erste Screenshots, animierte kleine Videos online zu stellen. Und das ist eigentlich gleich sehr gut angekommen bei Spielern, also bei Leuten, die sich für Spiele interessieren, aber auch bei Publishern und so. Und in dem Zuge ist dann auch Microsoft auf uns zugekommen und wir haben begonnen, mit denen zu reden. Und sie haben uns dann sehr bald angefangen zu unterstützen und das auch durch die ganze Entwicklung hindurch getan. Also wir waren letztes Jahr im Xbox Summer Showcase, da war der Announce-Trailer, also der erste öffentliche Trailer vom Spiel drinnen. Wir waren mit ihnen auf der Gamescom und so. Und ja, die Unterstützung von Microsoft, auch dass das Spiel jetzt natürlich im Game Pass ist, wo so viele Leute spielen können, ist natürlich für ein kleines Studio wie unseres einfach eine super Chance. Eine Chance, das Spiel zu zocken, haben dadurch über 30 Millionen Xbox Game Pass Abonnenten. Weiters gibt es das durchdachte Rollenspiel zum Beispiel auch über Steam zu kaufen. Der Weg bis zu dieser Veröffentlichung war manchmal auch steinig. Es war eigentlich immer so, dass wir das Gefühl gehabt haben, wir schaffen das. Aber es war natürlich schon sehr, sehr intensiv, auch vor bestimmten Meilensteinen. Einfach unglaublich viel Arbeit, immer wieder Dinge bemerken, die noch nicht funktionieren. Also es ist schon ein iterativer Prozess, auch immer wieder Feedback einholen und sehen, wie nicht selbstverständlich für Spieler Dinge sind, die für einen selber selbstverständlich sind. Also ich glaube, es war jetzt kein großer schlimmer Punkt, aber man muss schon viel Durchhaltevermögen einfach insgesamt haben. Für die Entwickler fühlt es sich nach so einer langen Zeit gut an, durchgehalten und schließlich veröffentlicht zu haben. Das fühlt sich wirklich an, als hätte es sich echt gelohnt, wenn man sieht, wie Leute so viel mitnehmen aus dem Spiel und so viel Spaß haben. Auf einer sehr persönlichen Ebene fühlt es sich, glaube ich, an, wie wenn man sehr weit runtergetaucht ist und jetzt ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu schnell wieder auftaucht. Es ist eigenartig, plötzlich wieder mehr Freizeit zu haben. Aber wir freuen uns drauf, mal Urlaub zu machen. Und wie gesagt, die Resonanz aufs Spiel ist einfach großartig. Wir teilen diese positive Spielerfahrung und gratulieren dem Entwicklerteam zu einem gelungenen Xbox- und PC-Spiel.